Gleich mal da raus, Türe auf. Noch sehe ich keinen. Ist auch ja nicht in der Gülle. Ah! Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mal ein paar neue Mods hinzugefügt, die wir jetzt in den nächsten Folgen uns mal genauer anschauen. Wir fangen in dieser Folge mal mit der Tire Wax Mod an. Die Tire Wax Mod dient dazu, Ordnung in der Garage zu schaffen, um nämlich unsere ganzen Räder, die wir separat hier rumliegen haben, einfach mal ordentlich aufräumen zu können. Das einzigste Manko an dieser Mod ist, man muss diese Sachen erstmal finden, also diese Tire Wax. Und das machen wir jetzt in dieser Folge. Mir sind, glaube ich, 6 Orte bekannt. Das sind aber noch nicht alle. Wenn einer von euch diese Mod auch schon bereits benutzt, könnt ihr mir gerne weitere Fundorte von diesen Tire Wax in die Kommentare schreiben. Würde mich riesig freuen. Das würde mich natürlich unterstützen. Dann werden wir das natürlich auch irgendwann mal noch holen. So, wir quatschen nicht viel rum. Zu trinken haben wir. Auto ist soweit leer, so wie das aussieht. Hier kann ich mich komischerweise jetzt nicht drehen. Safety First geht natürlich vor. Zack. Die Handbremse müssen wir natürlich auch noch lösen. Zack. Und dann würde ich sagen, geht's los. Und wie gesagt, das ist nicht die einzigste Mod, die ich jetzt hier installiert habe. Aber wie gesagt, in den nächsten Folgen gehen wir dann auf die weiteren Mods, die ich installiert habe, die und auch echt hilfreich sind, muss man dazu sagen, gehen wir dann genauer ein. Also dranbleiben in den nächsten Folgen, lohnt sich auf jeden Fall. So. Ich hoffe, wir finden die jetzt alle. Wie gesagt, 6 Standorte, glaube ich, sind mir bekannt. Die muss man aber immer noch suchen. Wir bräuchten eigentlich nur 4. 3 Stabe an Reifen haben wir ja zu Hause. Das 4. ist ja im Auto. Aber wir nehmen einfach mit, was wir mitnehmen können. Wie gesagt, in dieser Folge besorgen wir uns die. Und dann in der nächsten Folge werden wir uns dann mal darum kümmern, diese dann zu modifizieren und dann anzubringen. Weil das werden wir beides leider nicht in dieser Folge schaffen. Da der Fahrweg doch schon relativ einmal um die Map rum ist und das dauert. Da splitten wir das einfach in 2 Folgen. Und die erste davon haben wir jetzt. So. Zack. Und wir sind eigentlich, glaube ich, schon... Hallo. Wir sind, glaube ich, schon am ersten Standort. Genau. Abschnallen. Treffen wir da raus. Zack. Ja, ist leer. So. Wo ist das? Ich hoffe, wir müssen nicht allzu lange suchen. Hier bei den Büschen soll es irgendwo sein. Da! Guckt es euch an. Da versteckt sich. Das ist so ein Tire Wack. Na, ich hab's doch. Also, wir sind wieder zu groß dafür, um es aufzuheben. Da steht jetzt Tire Wack. So sieht das gute Stück aus. Aus Holz. Paar Schräubchen drin. Das war's. Mehr ist es nicht. So, wir müssen das versuchen. So ordentlich wie möglich hier reinzukriegen. Weil es werden ein paar. Also 6 Stück an der Zahl. Zack.
Zack. Reingepresst. So, jetzt fahren wir meine Lieblingsstrecke, die ich absolut nicht mag hier. Zack. Ne, Drive Mode schon an. Anschnallen. Zack. Blinker setzen. Let's go. Zack, so, weiter geht's. Nächster Stopp ist die Müllhalde. Da sollen wir einen weiteren finden. So. Fahren erstmal an der Oma vorbei. Wir gucken, ob die draußen sitzt, aber hier kommt so eine beschissene Kurve. Das ist lebensmüde. In den letzten Folgen hat es wunderbar geklappt, dass wir nicht einmal gestorben sind. Ich hoffe, das bleibt dabei. Abgrund, Abgrund. Wer macht hier bitte einen Abgrund hin? Das ist. Oh Mann. Zum Rasen definitiv nicht geeignet. Deswegen sage ich ja, so eine richtige Rallye-Strecke ist es auch nicht. Teilweise. Also wenn du da links und rechts Abgründe hast, beziehungsweise einen kleinen See. Das als Rallye-Strecke. Bei der Schotterpiste kommst du bei hoher Geschwindigkeit doch verdammt schnell von der Strecke. Nicht so geeignet, ne? So, zack. Ich glaube, das wäre jetzt so quasi bei der Rallye-Strecke das Finish hier. Zumindest bei der Samstag-Rallye. Wir haben hier auch schon mal dran teilgenommen, hat aber nicht ganz so geklappt, wie wir wollten. Auch die Bedingungen, dass du dort, wenn du die erste Rallye, also samstags gefahren bist, musst du im Ort bleiben. Bis zur nächsten Rallye, dann darfst du hier zum Start der Sonntag-Rallye fahren, die hier unten ist bei den Häusern. Dann musst du die Strecke rückwärts fahren. Und erst dann, wenn du in der City wieder angekommen bist, ist der zweite Rallye-Tag vorbei und du erfährst, welchen Gesamtplatz du eingenommen hast. Es ist nicht ganz so gut gelöst. So, einmal nach links bitte. Dankeschön. Dankeschön, wieder zur Hälfte leer. Wenn wir einmal in der City sind, können wir dann gleich noch tanken fahren. Kostet zwar wieder Zeit, aber... Nein! Ach, really? Mann. Okay. Unsere Manneskraft ist wieder gefragt. Lass mich das jetzt hier nicht. Lass mich hier nicht verarschen. So, lass mich mal raus hier. Lass mal rauskommen. Das ist das A und O. Obwohl. Wisst ihr was? Lass das da einfach. So, nur Clip, zack. Sonst schaffen wir es ja hier nie. So, Unfall haben wir gebaut, da gebe ich zu, aber ich bin nicht gestorben, ne? Das muss man auch festhalten. So. So. Zack. Manneskraft wieder aus. Muss nicht jeder wissen, dass wir Superman sind, beziehungsweise Batman oder Herkules oder warum sind wir jetzt so klein? Wegen diesem No-Clip, dass wir uns da verklickt haben.
Egal, es ist. Bist du noch drin? Ja, du bist noch drin. Da wir die Manneskraft eingesetzt haben, haben wir Größe verloren. Na, wenigstens im Auto sind wir wieder groß. So, deswegen immer schön anschnallen. Zack. Na, wirst du. So. Okay, nichts passiert. Weiter geht's. Lalalala. Ach, come on. Bier ist auch noch an Bord. Perfekt. Was will man mehr? Rechts halten. Dann kommt irgendwann ein See und auf dem Berg muss es sein. Ich bin gespannt. See ist da hinten. Dann müsste es der hier sein. Schauen wir mal. Ja. Hallo. Ja. No? Nur bringe ich mal mit. Halb 10 rum. Gut, alles klar, bis dann. Jo, tschüss. Abschnallen, Drive-Mode-Türe auf. So. Müsste es ja auf dem Berg hier sein. Alles klar. Da ist er. Da haben wir schon den zweiten. Zack. Läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. So. Türe auf. So. So. Drive-Mode. Türe zu anschnallen. So. Weiter geht's. Jetzt müssen wir zurück Richtung zu den Rampen. Ja, genau. Wir müssen erstmal zurück zu den Rampen. Was sagt die Uhr eigentlich? Der hat immer noch mich auf, der Typ. Naja, gut. Brauchen wir noch ein bisschen. Ich denke mal, wir sollten pünktlich zur Öffnungszeit um 10 da sein. 8:45 gleich. Wir müssen ja erstmal zu den Rampen kommen. Ich glaube, dann war es ganz oben. Eieieiei. Eieieiei. Ich freue mich jetzt schon. So. Keine Notbremsung zu machen, das ist einfach nur mal gepflegt ordentlich Gas geben. Mehr sollst du nicht. So war das. Hier hätte man, glaube ich, auch schon drauf gekonnt, ne? Egal, wir machen das ordnungsgemäß. Ach ne, ist ja da vorne erst. Oh. Polizei zu sehen? Nein, okay.
Nicht, dass wir hier verkehrswidrig abbiegen. Aber da haben wir ja schon so einiges erlebt. So. Mir den ganzen Bogen fahren. Ich hab geblinkt, ich hab geblinkt. Oh Mann, so. Wieso hier die Wege, die können wir gar nicht hoch mit unserem Transporter. Kann ich mich noch an die Folge erinnern, wo die ganzen Autos getestet haben, wer am weitesten kommt. So. Heute wird es auf jeden Fall Überlänge geben. Sind gerade mal bei der Hälfte angekommen. Und schon fast schon wieder an der Sendezeit ran. So, machen wir mal zweiter Gang. Sonst kommen wir den Berg hier nicht hoch. Rampe direkt. Ziehen hier mal die Handbremse. Zack. Oh Gott, ich habe Höhenangst. Hallo? Kann das nicht hier unten sein? Muss das da oben sein? Boah. Jetzt den ganzen Weg hier hoch und dann wieder runter. Ich glaube, ich nehme den direktesten Weg da nach unten. Sind gleich da. Ich hoffe. Das ist natürlich ein Drehwurm. Boah, wie hoch ist denn das Ding? So hoch sieht das doch gar nicht aus. Ja, geschafft. Liegt doch gar nichts. Doch hier. Ja, moin. Hallo. Darf ich dich mitnehmen? Ich will hier rüber. Mach's gut. Ich möchte den... Ja, was? Komm an. Satana. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Okay. Gut, das ging dann doch schneller als gedacht. Gut. Ich dachte sogar, wir werden vielleicht sogar kopieren, aber nein. Das Spiel sieht andere Sachen vor. Nämlich, wenn man im Auto fährt, dass man da stirbt. So, dann müssen wir jetzt irgendwie rein. Achso, die kann man ja ordentlich. Das Ding hat einen Anfall gekriegt. Ich habe es genau gesehen. Oh Mann. Tetris spielen. So. Renn dann mit. Türe zu. Nimm mir das Bein rein. So. Mann. So, jetzt möchten wir mal auf die Tube drücken. Zeit ist eh vorbei. Aber wir nehmen das jetzt hier mit. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal in die City. Da können wir gleich schnell tanken fahren. Eigentlich, wenn möglich, immer gerne in One-Take-Aufnahme. Aber ich denke mal, heute machen wir eine Ausnahme, weil ich glaube, das. Na gut, beim. Voila. Ich glaube, beim Transporter hier geht es schneller.
Ich geb kein Gas, ich geb kein Gas, ich geb kein Gas, ich geb kein Gas. Voila. Muss man den dritten hochschalten, weil er so schnell runtergerollt ist. Achtung. Jetzt Trampenbomb. Bumm, ist tot. Eieiei. Okay. So, wir sind wieder auf der offiziellen Straße. Hoffe. Oh, ich dachte schon, der Polizist steht jetzt da. Das wär's. Die sind zu schnell und die Kurve. Ja, nein, wen interessiert's? So. Etwas weniger als die Hälfte. Ja, wir tanken das Ding voll und gut ist. Wir haben noch drei Stops. Die Hälfte haben wir. Aber das wird, also wenn das genauso lange dauert wie jetzt, diese drei Dinger zu finden, haben wir doppelte Sendezeit. Was ja jetzt auch nicht schlimm ist. Nimm doch mal die Kurve hier. Bremsen und Kurve fahren kannst du knicken. Das kannst du knicken. So. Die Vollspastis sind immer noch nicht zu sehen. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Gibt es die nicht mehr? Ich weiß es nicht. So, da liegt unser alter Filter noch. Unser alter Ölfilter. So. Optional Drive Mode. Zack. So. Einmal den Tankrüssel bitte. Ach, wie ich das Tanken liebe. Unnötig dauert das zu lange. Na komm. Ich trink mal kurz was. Au. Fertig. Was ist denn da los? Das kostet uns 43 Marker. Schnäppchen. So, zack. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, aber wenn ich tanken kann, wird es ja offen haben, oder? Ansonsten fahren wir einfach wieder. So, hallo. Das ist die Vorbereitung treffen. Ich würde gerne das nehmen, das nehmen, das nehmen und das nehmen. Vielleicht noch... Bitte. Macht fast 200 Marker. Ja moin, du bist echt. Du bist mich an. Danke, wiedersehen. Unhöfliches Pack. Dann tanken wir schon das günstigste von allen. Wir tanken nicht mehr Diesel, wir banken MPÖ. Das Diesel kostet fast das Doppelte. Alter, Alter. Gut, weiter geht's in unserer Tour von den Tire Wags. Zack, zack, zack. Let's go. Weiter geht's. Wir müssen zur Güllefabrik. Und das soll es oben bei den Güllebehältnissen soll es den nächsten geben. Bin ich gespannt. Gehen wir mal gucken. So. Zack, greifen wir da raus, Türe auf. Noch sehe ich keinen. Ist auch ja nicht in der Gülle. Ah, alles klar. Ich würde sagen, hoffentlich nicht in den Güllebädern. Auch sehr schön, dass man hier durch kann. Steht aber gerade in der Gülle drin. Ups. Wie soll ich. Na. Wie soll ich denn da rankommen? Hallo. Lieber Entwickler dieser Mod,
Was hast du dir dabei gedacht? Wie soll man da ankommen? Reinbeugen. Kommst du da auch nicht hoch? Vielleicht noch genug dran, dass man das schnappen kann? Gut. Wir machen kurz lang. Hab ich gerade gesehen. Wir haben uns ganz kurz lang gemacht. Also der von dort ist echt schlecht gewesen. Also auf dem Dach ist ja in Ordnung, aber das müsste viel weiter vorne liegen. Du kommst ja gar nicht ran. Zack. Zack. Türe zu, Affe tot. Weiter geht's. So. Okay. Das halten wir. Next Stop Geisterhaus. Da fahren wir wieder ein Stückchen. Und zum letzten Spot fahren wir auch ein Stückchen. Wie gesagt, das sind noch nicht immer alle Locations, also es soll noch mehr geben. Mehr konnte ich leider bloß nicht in Erfahrung bringen. Daher, wenn ihr diese Locations kennt, einfach in die Kommentare schreiben. Dann holen wir die irgendwann mal nachträglich dann auch noch. So, Konzentration hier während der Autofahrt bitte. Dankeschön. Ich bin ehrlich, ich weiß auch noch nicht einmal, wie viele es insgesamt gibt. Also 6 auf jeden Fall und das sollen noch nicht alle gewesen sein. Das ist mein Wissensstand darüber. Ihr könnt mich gerne aufklären darüber, wie viele es wirklich sind. Wobei 6 sind ja schon relativ viel. Also wir brauchen gerade mal benutzt 3. Insgesamt haben wir 4 Sätze Reifen. Also bräuchten wir maximal hier solche Dinger. So, die hätten wir ja jetzt schon. Jetzt haben wir den 5. am Geisterhaus. Und dann haben wir noch auf der Heimfahrt noch den 6., weil er einfach auf dem Weg mitliegt. Dann haben wir 6 solche Dinger. Ich denke mal, ich werde aber trotzdem erstmal nur 4 von denen benutzen. Wir schauen mal. Das kriegen wir aber in der nächsten Folge auf jeden Fall raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nach links, oh la la. Profi wieder hier am Werk. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt zog der nach links. Ich dachte mir, und tschüss, das war's. Mann. Ich diese Schotterpiste hasse. Soll mal richtig Gas geben. Danach müsste eigentlich das Geisterhaus kommen, glaube ich. Oh, nicht nach rechts. Jetzt zieht der nach rechts. Komm, Benny, du bist schon einmal heute umgefallen. Das reicht. Mach keine Spirenzchen jetzt hier. Oh Gott. So, da hinten ist es wirklich die Einfahrt. Ich sehe es jetzt schon. Ich sehe nichts. So, da haben wir unser kleines Geisterhaus. Jetzt sehen wir mal, wie gesagt, die Handbremse auch an. So, zack, 12 mal da raus. Zackili, der Hackili. Zack. Oh, hier. Wollte gerade sagen, war das schon vorher der Ofen? Aber ja, ja, das ist ja easy. Sehr schön. Aber der Ofenrohr kommt mir irgendwie nicht bekannt vor.
Aber egal. So, wir haben Nummer 5. Und wir düsen jetzt. Wir gehen jetzt auf die Heimfahrt so rum. Und holen dann noch Nummer 6 ab. Und dann haben wir die heutige Folge erfolgreich gemeistert. Und dann machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge unsere Garage schön ordentlich, so wie es sein muss. Ja, die Handbremse waren angezogen. Alles klar. So, brauchst du nicht rumheulen. Kannst du mir ordentlich sagen. Jetzt hier an die Kippen. Dankeschön. So, Loppe liegt vor uns. Und der sechste und letzte Punkt, den ich kenne, ist unser letzter Güllekunde auf dieser Strecke hier. Da soll es einen Felsen geben und da soll er sich befinden. Der letzte Tire Rack. So, erstmal da hinkommen aber natürlich. Kannst du mich bitte auf die Strecke lassen? Es fühlt sich manchmal an, als wäre da eine Alpha-Wand. Weil der sich gar nichts bewegt, ey. So, ganz langsam. Hier sind wir auch schon mal reingedüst. Sumpfgebiet halt. Ist halt vielleicht nicht ganz so praktisch. So, let's go. So, das ehemalige Haus im Kiryu-Typ. Gleich sind wir da. Unser Holzlieferant konnte ich, also nicht Lieferant, sondern Holzkunde. Wir haben Durst. Unser Onkel. Ja, moin. Schön im Abgrund, schön im Abgrund, schön im Abgrund. Danke, du Wichspickel. Oh, der kotzt mich so an, dieser Typ. Fährt, wie er will, weißt du? Und ausgerechnet diesmal war es soweit und wir hatten ja einen Abgrund. Oh. Mann, ey. Treffen wir raus hier. Leck mich am Arsch. Die Scheibe ist im Arsch. Gut, zum Glück haben wir da Superman-Kräfte. Ich habe es prophezeit. Ja, falten alle raus, genau. Wir haben ja nichts zu tun. Bleib stehen, ich sag's dir. Wenn du jetzt wegrollst, raste ich richtig aus. Wir können die auch, glaube ich, in der Hand. Ja. Ja. Komm hier. Zack. Zack. Zack, zack. So. Fünfe müssen wir drin haben. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Ich mache jetzt hier kurz einen Prozess. Das ist mir hier zu blöd gerade. Dank diesem Vollpfostens, dem hässlichen grünen Auto, weil er zur Familie gehört, keine Rücksicht nimmt, und wir ihren Abhang düsen. Diese Windschutzscheibe ist beim nächsten Start wieder mit sowieso drin beim Transporter. Das ist nicht das Problem. So. Gut, dass wir angestellt waren, deswegen legen wir den Gott gleich wieder an. Auf geht's zum letzten jetzt. Ah ja, jetzt ist gut. Jetzt ist echt gut. Dieser Typ wird immer mehr unsympathischer. Okay, da hinten ist ein Felsen. Ist aber auch ein Felsen. Wir gucken mal. Wir gucken erstmal hier hinten. So. So. Treffen wir Türe. Hallo? Hallo? Ja, moin. Ist das Japan? Kommen Sie bitte mit. Dankeschön. Sag, ich stecke mich auch in die Hosentasche. Ist egal jetzt. So, wir haben Durst. Zuck. Spraus. Bitteschön, Dankeschön. So.
Apropos Durst, ich habe auch gerade einen kleinen Durst. Kleinen Moment. So. Anschnallen, ganz wichtig. Wir haben es heute gelernt, nach den zwei Crashes, aber wir sind Gott sei Dank nicht gestorben. So. Das sind also diese... Halt, stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Das sind die 6 Locations, die ich kenne. Wie gesagt, wenn einer von euch diese Mod auch benutzt und noch andere Locations kennt, gerne in die Kommentare. Genauso Tipps, Hinweise, Wünsche, Anregungen, Grußwünsche. Einfach ist in die Kommentare. So, wir fahren jetzt nach Hause. Dann haben wir diese Folge so gut wie erfolgreich abgeschlossen, bis auf die 2 Crashes. Gut, der erste, der war selbstverschuldet, zu schnell in die Kurve, heißt bei einem Van, ich lege mich auf die Seite. Der zweite war definitiv Schuld des Onkels bzw. Cousins, ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube Onkel, oder? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, der nimmt einfach keine Rücksicht. Wir sind schon ausgewichen, aber trotzdem noch getroffen und uns in diese scheiß Senkung gedrückt und du kommst dort gar nicht mehr raus mit dem Auto. Oh Mann, Familie, das kannst du knicken. So, hier kurz ein Abdus fällt. Zack, 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 zack. Achtung, da kommt eine Laterne. Am Ende noch sterben, das wär's. Dann wäre diese Sendung sofort be... Das Auto denkt sich auch, alle guten Dinge sind 3, wa? Oh, Mann. Wenn ich euch nicht diese Mod zeigen würde wollen, würde ich einen passenden Titel dafür. Also, ups. Jetzt ist es ganz kaputt. Auto kaputt. Auto rollt vor allem weg. Nee. Hallo. Mach mal das Brett auf. Lass mich einsteigen. Oh, Mann, ey. So. Wir fahren im zweiten an. Was soll da passieren, ne? So. Jetzt bitte nicht ein drittes Mal. Also, ein drittes Mal war es ja jetzt schon, nicht ein viertes Mal. So würde eigentlich, wenn ich jetzt euch die Mod nicht zeigen würde wollen, mit den Locations, würde das so die Folge heißen. Alle guten Dinge sind 3. Mann. Wir sterben nicht, dafür legen wir uns heute 3-mal auf die Seite. Schön. Also, schön. Umso öfters man das sagt, irgendwann klappt man es ja selber, ne? Jetzt zieht wieder nach rechts, nach links, du... Ja, da, Allah. Das war close. Du möchtest, dass ich heute entweder mich nochmal hinlege oder... sterbe. Böser Van. Nach links. Geht doch. So. Gleich sind wir zu Hause. Gott sei Dank. Das war wieder eine ganze Tagesrunde. Wir gucken gleich mal, wie spät es wir überhaupt haben. Also es war... Noch nicht mal um 9, da waren wir schon unterwegs, definitiv. So. Gut, wir sind endlich angekommen. Zack, zack, Drive Mode raus, zack, Türe zu, Affe tot. Wir haben es jetzt, 14 Uhr. Gut, 6 Stunden würde ich jetzt mal sagen, waren wir unterwegs. Okay, dann unsere Ausbeute, zack. Ach ja, stimmt ja, wir haben ja noch die Shopping-Bag, haben wir ja auch noch. Zack. So, zack, zack, zack. 4, 5, 6. So, das ist alles für die Räder. Das kümmern wir uns dann aber in der nächsten Folge drum, denn wir sind am Ende. Es ist gut eine Doppelfolge geworden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es so ist, zeigt es euch mir doch bitte durch einen positiven Daumen nach oben und durch ein Abo würde mich riesig freuen und...
Wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns um diese Tire Racks kümmern, indem wir sie verschönern und hier Ordnung in unsere Garage reinbringen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Also ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche. Ja.